Begrüßen Sie bitte Joko Winterscheid. Arrived from Germany. Have you seen the clip? Das ist ja unglaublich. That's beautiful. Atemberaubend. Yeah. Awesome, how he does this. Ja, das macht ihn einfach schlagartig berühmt. Ja, das macht ihn auch schlagartig, schämt man sich. Wieso? Wirklich? Da habe ich gestern schon mit Pierre M. Krause drüber diskutiert, weil wenn der Amerikaner nach Deutschland kommt, ne? Ja, gut, sagt, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, ich freue mich, hier in Deutschland zu sein. Dann sagen alle, boah, der spricht ja super Deutsch. Ja, Hut ab. Ne? Aber er spricht ja nicht da die Landessprache, er spricht halt schlechtes Englisch. Ja, ja. Die Amerikaner finden wahrscheinlich auch, wenn ein Amerikaner Deutsch spricht, finden die das auch peinlich. Aber die fanden es alle super. Die haben alle gesagt, ja. Yeah. Ich wundere mich ja, dass ich mit meinem Lachen noch nie hingekommen bin. Die eine Frau, die hier so hysterisch lacht, dass ich das noch nicht geschafft habe. Ja, ja, ja. Aber ja, so geil ist das Lachen dann auch nicht. Ne? Ja, weißt du, irgendwann hat man es einfach über. Aber wir können es gerne, wenn du möchtest. Nein, nein. Dann lach mal hier in die Kamera. Einmal mach nämlich mal close, das zeichnen wir auf. Und morgen bist du drauf. Da ist rot. Soll ich mal Rotlicht machen? Ja, ja, reingucken, genau. Achtung, und bei Rotlicht, aber ordentlich, ne? Ich erzähle erst einen Witz. Ein Witz, ja, erzähl einen Witz. Okay. Mein Lieblings. Nein. Moment, komm noch. Entschuldigung. Mein Lieblingswitz. Er hat mich bestimmt schon fünfmal erzählt hier in der Sendung, mein Lieblingswitz. Ihr müsst bei Joko bleiben. Also, der geht so. Eine Frau und ein Mann sitzen beim Mittagessen und die Frau schüttet sich die Suppe übers Kleid. Und dann sagt sie zu ihm, hör mal, Heinz, guck mal bitte, ich sehe aus wie ein Schwein. Und dann sagt er, ja, und du hast dir die Suppe über das Kleid geschüttet. Ah, das ist gut. Ja, so, das haben wir. Super. Vielleicht könnt ihr das in der Sendung noch vorbereiten, wenn es geht. Vielleicht haben wir es schon am Ende der Sendung, das schafft ihr nicht, oder? Bin ich richtig? Hier. Nee. So. Warum bin ich hier? Ja, warum bist du hier eigentlich hier? Habe ich jetzt sehr unangenehm selber anmoderiert. Ja. Warum bist du eigentlich hier? Ich habe mit Freunden zusammen eine Firma gegründet. Nee. Ja, die heißt Go Butler. Und es ist quasi per SMS ein Service, wo wir Menschen im Alltag mithelfen wollen. Das heißt, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr, die Pizza selber online zu bestellen, dann schreibst du uns einfach ein SMS und sagst, ich hätte gerne um 18 Uhr eine Pizza mit dem und dem Belag und dann sorgen wir dafür, dass sie bei dir zu Hause ist. Da kann ich aber auch online bestellen. Ja, kannst du, aber du musst halt selber aktiv werden und die SMS ist schneller geschrieben. Ja? Ja, sicher. Da brauchst du nur selber Pizza-Klick und dann kommt die. Bei dir, ja. Oder ich schreibe den Klick mal auf Pizza, dann macht der das für mich, oder ja, was? Nein, aber es ist ja generell einfach, um, glaube ich, sich Zeit zu sparen. Ne? Also du kannst halt, wenn du Bock hast, eine Reise zu buchen oder weiß ich nicht was, wir machen halt alles für dich. Aber auf dem Handy tippen dauert doch unglaublich lange. Hat einer mal ein Handy? Können wir das mal ausprobieren? Ja, von mir aus. Du schreibst doch einfach nur, wenn du willst, was ich dir erzählen. Ich frag doch nur kritisch. Ich bin nein, du bist natürlich überzeugt von der Idee. Ich bin Journalist und ich muss auch kritisch sagen. Absolut, das ist auch ein gutes Recht. Aber es ist doch so, dass wenn du zum Beispiel Bock hast, irgendwie abends eine Pizza zu essen. Ne, hier, sowas haben unsere Mitarbeiter als Handyhüllen. Ne? Nur mal, dass sie Bescheid wissen. Entschuldigung. Dass sie Bescheid wissen, in was vom Umfeld ich mich hier bewege. Nein, aber zum Beispiel, ich hatte letzte Woche die Situation ernsthaft, da haben wir Fußball geguckt bei uns zu Hause und ich hatte halt den Laptop nicht dabei und man sitzt halt oben und guckt Fußball und du hast halt keinen Bock runterzugehen. Telefon hast du aber immer, Mann. Schreibst ein SMS, sagst du, Jungs, ich brauche 6 Pizzen, die und die, ein Träger Bier, ab die Post. Und dann machen die das? Dann kümmern die sich. Du musst aber doch noch Adresse reinschreiben und. Ja, wenn man einmal hinterlegt ist und man muss sich halt einmal anmelden, dann hast du alles und dann kommt das. Oder ist die Pizza teurer, ne? Weil die wollen ja auch noch was verdienen, oder? Ja, aber gut, wenn ob eine Pizza jetzt 8 Euro oder 8,80 Euro kostet, da würde ich jetzt sagen, die 80 Cent sind mir den Weg nach unten. Ja, du bist ja auch Fernsehstar. So, lass uns das mal probieren. Ja, lass uns das mal. Ich bin überzeugt von dem Konzept, aber ich bin Journalist, ich muss kritisch fragen. So, könnt ihr das Handy hier drauflegen? Könnt ihr das? Muss ich WLAN anmachen oder was? Nee, ja. geht nur per SMS. Du brauchst gar kein Datennetzwerk. Nee, ach so, okay, alles klar. Das ist auch extra leichter, weil du hast ja nicht immer ein Datennetzwerk, was so SMS, gut ist. Wo ist denn hier die Tastatur auf dem? Ja. Was, du berührst einfach die Scheibe und dann passiert was? So, was ist das denn? Du hast nur die Scheibe berührt. Ich hab nur die Scheibe. Und dann ist was passiert. Hat er noch so ein Tastentelefon? Ja. Mensch. So, also dann muss ich nicht zu Go Butler. Also wenn du könntest zum Beispiel Go Butler eine SMS schreiben und sagen, schick mir mein Handy, was man heute so hat. Ja. Dann müsstest du das Telefon natürlich bezahlen, aber wir würden dir... Wir zeigen was? Ich muss das quer halten. So, dann seht ihr mehr. Ah, okay. Was muss ich jetzt machen?
Du hast das doch eingerichtet. Da kann man schon ein paar SMS sehen, wie das funktioniert, oder? Ich schreibe an Go Butler. Du schreibst jetzt an Go Butler, ja. Was soll ich denn schreiben? Was du willst. So. Was willst du Namen? Ich, keine Ahnung, ich schreibe einfach mal. Hallo? Muss ich Hallo schreiben oder was? Oder kann ich auch einfach sagen, ey, bring Dingens hier. Schreib mal meinen Namen ins Rab, aber guck mal. Hallo. Wir denken, wir verarschen dich. Sitzen da Menschen? Da sitzen Menschen. Und die machen das? Die machen das, oder rufen die wieder welche an, die das machen? Nee, wir machen das selber. Wir haben in Berlin im Büro, da sind 50 Mitarbeiter mittlerweile. Und, Hallo. Komma. Return. Gott sei Dank schreibt das jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast, wenn ich das im Internet bestelle, geht das schneller. Ja, weil das ist ja. Lass mich doch erst mal überlegen, was ich bestelle. Ich hätte gerne oder kann ich auch einfach hinschreiben, was ich will? Du kannst. Ich schreibe alles klein, das ist einfacher. Muss man länger draufhalten, den Finger bestimmt. Ne? Ja, so. Hätte gerne. Muss ich Stefan, kannst du das in der Werbung schreiben und dann schicken wir das ab? Das schreibe ich das in der Werbung? Nein. Ich hätte gerne einen. Das wollen wir gucken dann, ob wir es in der Werbung wirklich besorgen können, weißt du? Ich hätte gerne einen 10-Mark-Schein. So, das schreibt von alleine groß und klein. Da kümmern wir uns jetzt nicht drum. So, ich sende mal, ne? Ja. Mal gucken, ob da was kommt. Wir sind gleich nach der Werbung wieder zurück, also bleiben Sie dran, bis gleich. Da sind wir wieder. Ups. Also, ich habe an Go Butler geschrieben, ich hätte gerne 10 Markschein. Alles klar, wann brauchst du den Schein und wohin soll ich liefern? Ich würde erst mal fragen, ob die wirklich einen haben. Die wollen nur Zeit schinden. Jetzt. Jetzt. Studio. Das ist wahrscheinlich eine sehr ungewöhnliche Bitte, oder? Ja, aber du hast wirklich, ne, du glaubst gar nicht, was die... Woher sollen die denn wissen? Die wissen doch, wo mein Studio sitzt. Hast du dich angemeldet? Die wissen gar nicht, dass du hier heute hier bist und dass ich die an. Da sitzt doch bestimmt der Klaas und zeichnet das auf. Das ist nächste Woche bei Halligalli genau, zu sehen, richtig, oder? So sieht das nämlich aus. Klaas, jetzt schreib zurück. Du weißt, wo mein Studio ist. Vielleicht mal was. Wir gucken noch mal. Vielleicht ist es auch ein bisschen schwer, 10 Mark. Aber wo ein 10 Mark Schein? 10 Mark Schein, ist jetzt nicht unwahrscheinlich, ja. Ja. Ich glaube, die Deutschen haben ja insgesamt eine Jahre zu Hause. Wo fängt man da an? Wahrscheinlich einfach bei Oma anrufen und sagen, Oma, hast du noch einen Das ist schon, muss ich sagen, ist schon eine speziellere Aufgabe. Aber wir hatten auch schon Leute, die uns gebeten haben, mit ihrer Freundin Schluss zu machen. Die wirklich, kein Witz, da schreibt einer eine SMS und sagt, wieso könnt ihr mit meiner Freundin Schluss machen? Und man ist dann eher noch in so einer therapeutischen... Wir haben hier ein paar Beispiele, das ist, glaube ich, das, oder? Ja, genau. Könnt ihr für mich mit meiner Freundin Melanie Schluss machen? Ihre Nummer lautet, ausgeblendet, wir waren einen Monat zusammen, bitte sagt ihr, dass sie sich nicht mehr bei mir melden soll. Ja. Und dann auch, ich bin dir gerne bei deiner Anfrage behilflich, aber ist das dein Ernst? Also das ist dann schon, wo man sich fragt, was ist denn los mit den Leuten? Was kostet das? Das ist umsonst. Das ist ja, es gibt natürlich Sachen, da kannst du kein Geld für verlangen. Okay. Eine Reservierung beim Restaurant oder ein Arzttermin oder so, das macht ja keinen Sinn. Aber sonst ist halt eine Pauschale von 10%. Also auf die Pizza mich würde interessieren, was ein 10-Mark-Schein kostet bei euch. Ja, der kostet dann 11 Mark. Ich bestelle noch was. Hätte gerne Glas hier. 50 Euro. Euro habe ich geschrieben. Euro in... 1-Cent-Münzen. Was war das? Münzen. So. Was kostet das? Wo kriegen die denn jetzt so schnell, wenn man das braucht? Sag mal, ich bin jetzt irgendwie, ich muss... Es muss ja auch angeliefert werden. Das hängt ganz davon ab. Ich meine, Pizza ist halt schnell geliefert. Sowas wäre jetzt ein bisschen aufwendiger. Ich habe mir letzte Woche eine Massage ins Hotel bestellt, hatte aber ein zu kleines Hotelzimmer. Bin dann runter an die Rezeption, das war ja so ein Hostel. Und die meinte, Entschuldigung, ich habe einen Masseur bestellt, aber das Zimmer oben ist zu klein. Und der guckt mich schon so an, so, Sie haben sich einen Masseur bestellt? Dann habe ich gesagt, ja, aber das Zimmer ist so klein, habt ihr vielleicht einen Konferenzraum oder so? Und die Geschichte, die sich dann entwickelt hatte, wurde immer absurder, weil dann kam eine Dame an meine Tür und hat geklopft und meinte, hallo? Und ich so, hallo, ja, ich mache die Massage. Und ich so, ja, super, aber nicht hier, weil der Zimmer ist so klein. Da machen wir auf dem Bett. Und ich so, nee, wir machen das nicht auf dem Bett. Die hat hier deinen Laden geschickt, oder? Die wussten ja nicht, dass das Zimmer so klein ist. Und dann wurde es aber immer unangenehmer, weil die hat mir dann wirklich Massage, ne, fix und fertig. Ich war mega unentspannt, weil das Zimmer so klein war und sie die ganze Zeit so halb auf mir, ne, ist ja wurscht.
Und dann hatte ich die Haare zerzaust, weil sie mir den Kopf massiert hat. Und ich wollte, du hattest einfach die Haare zerzaust, das würde ich gerne mal sehen. Wie das aussieht, wenn die richtig zerzaust so sind. Und bin halt so runter an die Rezeption, wollte mir nur ein Bier da unten dann holen. Und hatte aber mein Hemd in der Hand und meine Socken und nur so ein T-Shirt an. Und dann haben unten gerade parallel die Kollegen eingecheckt. Und ich komme mit dieser Dame auf den Aufzug, die im Aufzug. Der weiß, dass ich das bin. Der geschickt mir doch nicht 50 Euro in 1 Cent Münzen und will nur 50 Euro dafür. Wer weiß wahrscheinlich? 50 Euro wahrscheinlich obendrauf. Das wäre ein gutes Businessmodell. Ja, ja. Da würden wir gerne, da kannst du gerne jeden Hast Tag 50 Euro. Hast du dir das ausgedacht? Oder? Nee, das haben die Jungs sich ausgedacht tatsächlich. Also Jens, Navid und Max, meine Partner da in Crime, die haben das Ding, das gibt es in Amerika tatsächlich auch schon. Und wir haben jetzt aber innerhalb von 8 Wochen ein bisschen das in Europa ausgerollt, wie man so schön sagt. Wie viele Leute arbeiten denn da? Wir sind jetzt 50 Mitarbeiter. 50 Leute? 50 Leute, ja, in 3 Schichten, weil natürlich auch nachts jemand da sein muss, nachts weniger als tagsüber, aber das ist amtlich, es wächst rasant und es macht auch mega Bock, weil es halt einfach wirklich Spaß macht und am Ende nimmt man den Leuten halt so ein bisschen... Nein, das ist, ich sehe es wirklich als Service, weil du hast halt einfach keinen Stress damit. Ist ja klar. Wirklich, ich finde es eine mega Idee. Also bei mir war es auch so, die haben mich angeschrieben, meinen so... Also, bitte? Die Sendung ist zu Ende. Ja. Sag deinen Satz noch zu Ende. Die haben mich halt dann gefragt, ob ich Bock hätte mitzumachen. Da habe ich gesagt, so, ja, weil es war irgendwie in dem ersten Moment so, ich dachte so, geil, ich würde es selber total gerne nutzen. Und bin auch tatsächlich Hardcore-User. Okay. Ja, ja, ich werde es mal ausprobieren. Butler. Mal gucken, wann die 50 Euro in 1 Cent Münzen kommen. Vielleicht morgen, dann zeigen wir das hier noch. Ich kann ja sonst auch 50 Euro Schein klein schneiden. Wenn wir jetzt ja, das geht auch. Bitte. Bitte. Ja, dann viel Erfolg damit. Go Vielen Dank. Halt das ganze Ding und dann weiterhin viel Erfolg. Schöne Grüße an Klaas. Das mache ich. Joko Winterscheid, meine Damen und Herren.